Der Drogenspürhund ist schon durch. Nun kommt Akis Nase zum Einsatz. Die rund 150 Koffer sind mit einem Flugzeug aus Brasilien gekommen. Egal ob Euro, Dollar oder Schweizer Franken, nahezu jede Währung kann die 2 Jahre alte belgische Schäferhündin erschnüffeln. Nach was es genau riecht, man kann es nicht sagen. Der Hund kann es einem nicht erzählen, aber wir denken, es ist eine Kombination zwischen dem speziellen Papier und der speziellen Tinte, mit der das hergestellt wird. Und dann hat Aki Witterung aufgenommen. Die blau-schwarze Sporttasche muss später zur genauen Inspektion. Frankfurt am Main, drittgrößter Flughafen Europas und einer der wichtigsten Knotenpunkte in der EU. Wer bei Ein- oder Ausreise mehr als 10.000 Euro in Bargeld oder Wertpapieren dabei hat, muss das anmelden. Steuerhinterziehung und Geldwäsche zum Beispiel sollen so verhindert werden. Zoll wird auf die Summe nicht erhoben. 2012 haben Beamte mehr als 55 Millionen Euro entdeckt, die geschmuggelt werden sollten. Es hat schon Fälle gegeben, wo Reisende mehr als 500.000 dabei haben, eben locker gebündelt in den Hosentaschen oder auch versteckt in Laptoptaschen oder in eingebauten Hemdkragen oder sonstige Sachen. Also richtig auch kriminelle Energie reingesteckt, Ketchupflaschen oder Keksverpackungen. Aber es gibt eben auch zahlreiche ganz normale Fälle, wo jemand gesagt hat, ach, ich habe gedacht, ich habe jetzt 300 mehr über den Betrag und habe gedacht, das ist jetzt nicht so schlimm. Im Bauch des Flughafens kommt die blau-schwarze Tasche dran. Die Spürhunde des Zolls erschnüffeln nahezu täglich Geld im Reisegepäck. Allerdings, die Summen sind nicht immer verboten hoch. Zwischen Schuhen, Hemden und Zahncreme findet sich dieses Mal nichts. Falscher Alarm, trotz hochtrainierter Hundenase. Hier kann man ganz gut erkennen, das ist zu groß hier für so ein Bündel mit Geldscheinen. Ansonsten müsste auch so ungefähr so eine braune Farbe dann haben. Spürhund Aki soll trotzdem fündig werden. Dafür hat der Zoll extra Koffer mit Geld präpariert. Denn ohne ein Erfolgserlebnis würde Aki schnell die Lust verlieren, dem Schwarzgeld nachzuspüren. Jawohl, fein gemacht. Feine. Komm, Aki, komm. Komm. Auf.